1969 schrieb Max Romeo den ersten Slackness-Reggae. Die BBC weigert sich bis heute, Wet Dreams zu spielen. Max für Maximal, Romeo für die Liebe, maximale Liebe. Zusammen mit Bob Marley gehört Max Romeo zu den großen Veteranen des Reggae. Leider wurde er um seine Urheberrechte betrogen und wurde nie reich. Ich hatte ein kleines Grundstück und ganz in der Nähe hatte Marley seins. Wir pflanzten dort unser eigenes Gemüse an. Wir haben uns oft gesehen, bis er ein Superstar wurde. Mit Millionen von Dollar in der Tasche und Leuten an seiner Seite, die sich auskannten, wie Chris Blackwell, wurde es ihm leicht gemacht. Und wir? Wir haben die Tür einen kleinen Spalt geöffnet, um Bob hineinzulassen. Dann haben sie die Tür wieder zugemacht, Bob erwürgt und für immer verschlossen. Ich war so frustriert, dass ich eine dreijährige Pause einlegen musste. Ich hatte Jobs als Lieferant, Fahrer und Taxichauffeur. Alles, was gut war zum Überleben. Nach 3 Jahren sagte meine Frau, ich habe keinen Fahrer zum Mann genommen, sondern einen Musiker. Was ist passiert? Tja, und sogar die Kinder fragten, was los sei. Also sagte ich, okay, ich probier's nochmal. Okay, let me give it a try again. Der Teufel wohnt in Hollywood. Er besitzt großen Einfluss, den er durch die elektronischen Medien verbreitet. Jamaika hat er fest im Griff. Deswegen gibt es dort so viel Verbrechen und Gewalt. Er macht die Menschen zu Zombies.